Wie lange liegt er schon im Wasser an der Straße? Ich sah ein Hündchen neben der Straße liegen, während ich mit dem Auto fuhr. Aber ich spürte, dass er in Schwierigkeiten steckte. Also kam ich zurück, um ihm zu helfen. Ich kam an und er lag einfach im Regen am Highway in einer Wasserpfütze. Es war, als hätte er aufgegeben. Als hätte er gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Und als ich spürte, dass er Schmerzen hatte, sagte ich zu ihm, können wir einen Deal machen? Gib jetzt nicht auf, ich bin da. Du beißt mich nicht und ich helfe dir, okay? Wir haben ihn zum Tierarzt gebracht. Röntgenaufnahmen werden gemacht, damit wir sehen können, was los ist. Worüber ich mir Sorgen machte, sind innere Verletzungen, zum Beispiel Blutungen. Die Leute fahren hier mit hohen Geschwindigkeiten. Er wollte wahrscheinlich nur die Straße überqueren. Wir haben den Hund Maddox genannt und er hat eine Chance, operiert zu werden. Ich versuche mein Bestes, um sein Leben zu retten. Nach weiteren Konsultationen mit Experten wird eine Wirbelsäulen-OP in der großen Klinik durchgeführt. Er ist auf dem Weg zum wichtigsten Kampf seines bisherigen Lebens. Ein Chirurg wartet auf ihn und er wird versuchen, Maddox eine zweite Chance zu geben. Er ist ein guter und kluger Hund, als ob er wüsste, was los ist und wohin wir zusammen gehen. Er fühlt sich sehr wohl im Auto. Er hat 3 Bettdecken unter sich, damit er auf keinen Fall friert. Der Chirurg sagte nach der Untersuchung, dass es keine Notwendigkeit für eine Operation gibt. Weil die Chancen sehr gering sind, wird fast nichts passieren. Und dann geschah es doch. Der Chirurg sagte, dass ein ähnlicher Fall unterwegs sei. Und dann fragte ich ihn, ob wir es also mit der OP versuchen können. Nun, ich gebe ihm eine 10%ige Chance, sagte der Doktor. Probieren Sie es bitte aus, bitte. Okay, wir werden es versuchen. Wir bringen ihn sofort in den Vorbereitungsraum und in den Operationssaal. Maddox wurde operiert. Er ist aufgewacht und schläft jetzt. 48 Stunden später. In den nächsten 2 oder 3 Tagen wird der erste postoperative Test durchgeführt, um zu sehen, ob er tiefe Schmerzen hat. Er hatte ähnliche Fälle mit einem ähnlich beschädigten Rückenmark. Eventuell kann Maddox aufgrund der schweren Verletzung seines Rückenmarks nie wieder laufen. Aber sein Leben wird nie aufhören. Wir sorgen dafür, dass er einen Rollstuhl bekommt. Es ist jetzt 6 Tage nach der Operation. Die Prognosen sind nicht vielversprechend. Der Wirbel wurde gequetscht, das Rückenmark war blau statt grau. Die Wirbelverletzung wurde umgangen. Es gibt keinen Schmerz mehr. Er hat auch keine tiefen Schmerzen, was gut ist. Die Schätzungen gehen davon aus, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen wird. Aber es können Wunder geschehen. Sie werden versuchen, das Unmögliche zu tun. Aber nichts ist unmöglich. Tag 16. Maddox ist großartig, süß und gut. Zumindest für jetzt. Er hat es geschafft, auf seinen Beinen zu stehen. Aber das ist jetzt alles. Nach einer Stunde wollte er selbst zurück in seine Lounge. Ich hoffe, er wird in der Lage sein zu laufen. Im Moment muss er sich noch viel ausruhen. An Wunder sollte man nicht glauben, aber es können trotzdem Wunder geschehen. Der Tierarzt ist optimistisch, dass er laufen wird, da er ein großer Kämpfer ist. Schau dir jetzt noch diese emotionale Geschichte an, wo Wölfe einen Mann angriffen und dann passierte doch das Unglaubliche.